Die Lesetherapie, Überblick. Ja, die meisten psychotherapeutischen Behandlungen sind sehr zeitaufwendig. Man sagt so in der Regel, wenn 10 bis 20 Sitzungen nicht erfolgreich sind, dann sollte man die Therapie, den Therapeuten wechseln. Ich würde sagen, dass noch ein anderer Faktor hinzukommt, dass nämlich therapeutische Sitzungen in vielen Fällen, wenn nicht in den meisten Fällen, ineffektiv sind oder sogar nicht zielführend. Es gibt jede Menge Studien dazu, wie effektiv die verschiedenen Schulen der Psychoanalyse und therapeutischen Maßnahmen sind. Jetzt im Bereich der klientelbezogenen Behandlung, und da fallen die Ergebnisse eben sehr dürftig aus, in etwa so 2 bis 5%. Hat damit zu tun, dass einerseits der Zeitaufwand heutzutage kaum noch erbringbar ist. Es gibt auch kaum freie Stellen, Therapiestellen. Also ich hier jetzt zum Beispiel zurückblickend auf Wien, aber auch auf München und auch in Madrid, alles überlaufen. Also selbst bei einer Anmeldung von über 2 Jahren wird es da im Terminkalender sehr eng und dann halt nur einmalige, 2-, 3-, 4-malige Sitzungen, und dann kommt es eigentlich im normalen Fall eben zur Verschreibung von Psychopharmaka, und dabei bleibt es dann in nahezu allen Fällen, außer man kann es sich leisten, man hat 150 Euro, 200, 300 Euro für eine Sitzung und legt da eben einen Zeitplan von, würde ich einmal sagen, Wochen oder Monaten sich vor. Also das geht in die Tausende, ist dann oft trotzdem nicht mit dem erwünschten Erfolg einhergehend, hat auch wieder verschiedene Gründe. Zum einen befinde ich die meisten Therapieformen als unzulänglich, also es wird da nicht mehr in eine richtige Katharsis gegangen. Es war schon Karen Horney, die darauf hingewiesen hat, in einem wirklich vergessenen, aber ich würde sagen bahnbrechenden Buch, übrigens Karen Horney, die Ehefrau von Erich Fromm und Begründerin des Zodiac Clubs in den USA, die darauf hingewiesen hat, dass die Katharsis unbarmherzig durchgeführt werden muss. Das heißt, dem Patient nicht nachgeben, ihm seine Stolzsysteme, Idealisierungen, Ebenbilder, idealisierten Ebenbilder vorhalten, nicht davon abrücken. Ne? Also entweder ist man der Analytiker oder man ist der Patient. Heutzutage ist da eigentlich nur noch freie Assoziation. Zur momentanen Erleichterung, nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben. Also es ist anti-autoritär, es ist auch nihilistisch, würde ich sagen. Das heißt, es sind keine verbindlichen Werte, denen da nachgegangen wird, und hat keine Stellgrößen. Es endet mit, Vernunft ist nicht definiert. Es ist ein Chaos, ein einziges Chaos, was auch mehrere Gründe hat. Einerseits ideologisch, politisch, die Politik, die weit in die Akademien, in die Ausbildungsstruktur hineingreift, ideologische Politik. Es ist natürlich auch die Abkoppelung der Psychologie von der Philosophie. Also das ist eigentlich so vor 40 Jahren, 50, 30 Jahren hat sich das durchgesetzt, die Abkoppelung der Psychologie von der Philosophie, was ich als einen ganz schweren Fehler verzeichnen möchte. In den Büchern des Lebens, Lesetherapie, Selbsttherapie ist eine Form der eigenständigen
Therapieform, das heißt mit dem Lesen, mit der Aufnahme neuer Informationen hat die Psyche, hat die Seele Material, um sich neu zu organisieren, und zwar autoregulativ, Stichwort Selbstorganisation, also Begriff in der systemischen Theorie, der wir nachfolgen. Besonders in der Systemtheorie ist auch, dass es ein offenes System gibt. Also es ist nicht nur die Psychogenese, es gibt die Aktualgenese, also den kleinsten evolutiven oder prozessimmanenten Faktor. Aktualgenese, das ist schon, wenn man nur eine Zeile in den Büchern des Lebens liest und damit eine neue Information vielleicht was Neues auslöst, eine bessere Organisation, eine bessere, die Systemeigenschaften verbessert, also im Kleinen, Aktualgenese, das geht dann hin bis zur Erschaffung eines neuen Weltbildes. Es ist entscheidend, welches Weltbild man trägt, denn das Weltbild hat Einfluss auf alles. Na, man kennt das, man liest zum Beispiel ein Sachbuch oder einen Roman, Belletristik, und hört dann auf Seite 10 auf, wenn man weiß, jetzt, wenn man sich sagt, jetzt weiß man eh schon, wie es weitergeht, worauf es hinausläuft. Also, aber das Buch hat noch 290 Seiten, also so in etwa kann man vergleichen, wie das Weltbild uns prägt, und zwar durch und durch. Und deshalb ist auch die Lesetherapie der Bücher des Lebens, mit den Büchern des Lebens, auch eine Integraltherapie. Das heißt, es handelt sich hier um die Einwirkung an den Menschen, gesehen als ein offenes System. Das heißt, es ist nicht nur die Ich-Frage, das Ich und das Andere, die interpersonelle Beziehung im Zentrum, sondern insgesamt der Mensch in allen seinen Schichten, also von Ich, von seiner Seele zu sich selbst natürlich und von da zur Gesellschaft, Familie, zu dem Anderen, auch zu dem Mann, also zu dem, was halt Usus ist, das heißt gegenwärtige Struktur in der Soziologie und so weiter und so fort, da ja auch was den ganzen Kulturpreiskreis also betrifft, und aber auch da weiter hinaus bis auf die planetischen Eigenschaften, auch was den Homo sapiens als Gattung betrifft, und letztendlich bezogen auf das Sein, auf den Kosmos, auf das Universum, das lebendige Universum, das dann auch sehr viel mehr für uns berat hat, für unsere Seele, als wir uns vielleicht erdenken oder erträumen, auch dahin geleiten die Bücher des Lebens, die Lesetherapie aus meinem Entwicklungslabor. Insgesamt 77 regulative Parameter, die vorkommen, denen begegnen wir auch in amüsanten Texten, witzigen Texten, es ist halt, oder sehr informativen Texten, einprägsam, romantisch, Liebesgeschichten, es gibt Utopien, Urtopien, es gibt einen Mystery-Thriller, so im Stil von Agathe Christie, wo Teile dieser 77 Parameter, diese autoregulativen Stellgrößen da eingepflanzt sind, autoregulativ, auch wenn wir es gar nicht merken. Also wir lesen da einfach nur unterhaltsames Zeug und es passiert etwas mit uns, es passiert etwas Großartiges, wir öffnen uns, das System wird freigeschalten und es sortiert sich alles, als würde man ein falsch zusammengesetztes Puzzle neu zerstreuen und auf seine gerechte Weise Schritt für Schritt zusammensetzen, und das unmerklich, mit Freude, mit Lesespaß. Ja, das ist die Lesetherapie nach George M. Guo, sehr zu empfehlen, im Rahmen der integralen Theorie zu erreichen bei Amazon, Kindle, und sehr empfehlenswertes Ding, auch als Begleitmaterial zu anderen Therapieformen,
wie ich sie empfehle, sei es die Migrationstherapie oder die Ritualtherapie. Und ja, mehr dazu einzusehen auf meiner Homepage gmgbooks.com.